Normalerweise hat Nintendo den Ruf, bunt, nett und kinderfreundlich zu sein, was ja auch nicht verwerflich ist. Heute geht's aber mal genau um diese Ausnahmen, die Nintendo sich in einigen Jahren erlaubt hat, beziehungsweise alte Game Over beziehungsweise Tode, die mich, als ich jünger war, einfach nur ein bisschen verstört haben und sogar ein bisschen Angst eingejagt haben. Um einfach mal ein bisschen konkreter zu werden, fangen wir an mit dem ersten. Im Jahre 1996 unter der Hand von Shigeru Miyamoto wurde ein legendäres Spiel geboren, und zwar Super Mario 64. Es war ein Launch-Titel der Nintendo 64 neben Pilot Wings 64, und Leute, es war einfach das Spiel, was jeder hatte, der sich eine Nintendo 64 gekauft hat. Der hat sich Super Mario 64 dazu gekauft und es hat alles revolutioniert, Leute. Auf jeden Fall ist es ja eigentlich ziemlich kinderfreundlich. Man spielt Mario als Protagonisten, man muss die Sterne sammeln, geht in verschiedene bunte Welten. Eigentlich alles super, Leute, aber es gibt einen Tod in diesem Spiel, was mich einfach immer wirklich ein bisschen komisch verstimmt hat im Magen, und zwar das Ertrinken, Leute. Zieht euch das mal rein, das Ertrinken, wie er nach Luft japst und man hört ihn noch schreien und er will nach oben und er ertrinkt und er stirbt einfach unter Wasser. Bei anderen Toten sieht man immer so ein bisschen das Ausschwärzen, da wird auf einmal der Bildschirm schwarz und man hört Bowser lachen und man ist wieder im Schloss, aber beim Ertrinken hat man richtig seine Leiche rumschwimmen sehen, Leute. Wie krank das eigentlich ist, wenn man darüber nachdenkt. Und als Kind wurde mir das schon bewusst, so, okay, Mario ist gerade am Ertrinken. Er schreit und er schafft es nicht und er stirbt, so. Eigentlich ein bisschen brutal, aber natürlich verständlich als Entwickler, dass man das so macht. Aber ich denke, heutzutage würde es eine andere Lösung geben, beziehungsweise man würde den Bildschirm auch ausschwärzen lassen, bevor man dort nach Luft japst und rumschreit und dann seine Leiche letztendlich sieht. Ein Spiel für Kinder, was aber dennoch ein bisschen gruselig sein sollte, war Luigi's Mansion, Leute. Das erste richtige Spiel, was Luigi für sich als Protagonist bekommen hat. Ja, Leute, ich weiß, abgesehen von Mario's Missing, das war auch ein Spiel, aber es war kein richtiges Spiel von Nintendo. Dort konnte man auch schon Luigi steuern und es war eher so ein Lernspiel 1992, und es war aber kein richtiges Nintendo-Spiel. Deswegen zählt Luigi's Mansion für mich als erstes richtige Spiel, wo man Luigi als Protagonisten steuert, aber man sucht dort auch Mario in einer Villa, die die beiden Brüder angeblich gewonnen haben sollen, und auf einmal spukt es dort, Mario ist weg und Luigi wird dann noch ausgerüstet mit ein Boohoo-Prüfgerät und den Schreck weg 0816, Leute. Und es ist einfach ein geiles Spiel. Man kämpft dort gegen Geister, man muss Rätsel lösen, man muss dort Mario suchen. Es ist ziemlich gut gemacht und auch dieses Ängstliche von Luigi, dieses Comedy-mäßige, ist immer noch da, obwohl es halt wirklich so ein bisschen für Kinder gruselig sein sollte. Und auch ein paar Jumpscares und sowas ist da. Natürlich, Leute, aber alles im Rahmen. Bis auf eine Ausnahme, Leute, und zwar ist diese Ausnahme sogar so krass, dass sie es aus dem finalen Spiel rausgenommen haben. Ja, Leute, es war nur in der Beta verfügbar und es haben sehr viele Leute auch die Beta gespielt. Deswegen ist der Game Over Screen auch so populär, Leute, ihr werdet es wahrscheinlich auch schon gehört haben, und zwar sieht man dort Luigi einfach nur komplett verstört mit weißen Augen, zombieartig und komplett zerstört vom Leben und auch richtig verstört vor allen Dingen, dort vor der Villa, und ja, ich weiß nicht, guckt euch einfach an, wie krass es aussieht. Ja, Leute, zu diesem Game Over Screen gibt es auch viele Theorien. Erstmal, dass er ein Zombie wurde oder dass er natürlich extrem verstört ist, weil er hat seinen Bruder verloren und die Zeit ist abgelaufen und deswegen sieht er so verstört aus, einfach richtig depressiv. Sein Bruder ist für immer verloren und er irrt da rum in so einer dunklen Gegend, und das ist halt auch so eine Theorie. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass sie es geändert haben, weil das hätte viele Kinder wirklich Abende gekostet, dass sie nicht einschlafen können. Aber wie gesagt, kommen wir zum nächsten Spiel. Luigi's Mansion auf jeden Fall in dieser Liste vorhanden. Das nächste Spiel ist ein wenig älter und es ist von 1994 und ist ein Spiel, was ihr gespielt haben solltet, und zwar Donkey Kong Country 1, Leute, von Rareware, 1994 erschienen, und es ist eines meiner Lieblings-2D-Jump'n'Run-Titel. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was daran so creepy sein soll oder was soll dafür ein kleiner verstörender Moment sein, und zwar, Leute, ist das, glaube ich, auch eher so ein persönliches Ding. Ich weiß nur noch, dass ich wirklich als Kind, ich habe es dann noch auf dem GBA gezockt damals, nochmal nachgezockt, weil, ich weiß nicht, meine Eltern haben mir ein GBA gekauft und haben das Spiel dann dazu gekauft und ich habe es dann dazu natürlich gezockt wie ein Geisteskranker, und wenn man dort ein Game-Over-Screen hatte, Leute, es sah wirklich verstörend aus, die beiden so zermöbelt zu sehen. Donkey Kong hält sein Gesicht zu, Diddy Kong ist voll verprügelt, die haben überall Wunden und die Musik dazu so ruhig, aber dennoch irgendwie so ein bisschen creepy. Ich weiß nicht, Leute, hört's euch an. Für mich war es irgendwie einfach creepy. Das nächste Spiel ist ein Spiel, wo manche schon denken können, okay, das hat eh schon eine ganze einschüchternde Stimmung, das Spiel, und zwar The Legend of Zelda Majora's Mask, Leute, im Jahre 2000 erschienen. Muss ich eigentlich viel dazu sagen, viele sollten es von euch kennen. Es ist eines der populärsten Zeldas und allgemein ist es ziemlich verstörend schon, allgemein die ganze Stimmung dort, weil, wie gesagt, der Mond kracht auf den Himmel herunter und verfolgt einen. Man hat 3 Tage Zeit und der kommt einfach, und dieser Mond ist einfach schon so populär, dieser Blick, dieser einschüchternde Blick von dem Mond, der einfach runterkracht und immer ein Stückchen näher kommt, immer ein bisschen dicker wird, und genau das als Kind
kennt, Leute. Wer hatte nicht dieses Gefühl im Nacken, dass der Mond da die ganze Zeit ist? Ich hatte das die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit hochgeguckt. Hatte so ein komisches Gefühl, Leute. Ich weiß noch ganz genau. Und ich habe es nie richtig durchgespielt, bis ich dann ein bisschen älter wurde, weil ich hatte wirklich Angst vor diesem Mond, Leute. Das ist jetzt kein Scheiß. Und der Game Over Screen war dann genau so schlimm, wie man es erwartet hat. Man hatte immer noch diese Hoffnung, so, okay, vielleicht kracht er nicht auf einen runter. Vielleicht passiert irgendwas. Oder allgemein, man hat einen Game Over Screen. Nein, Leute, man sieht sogar noch in der kleinen Cutscene, wie dieser scheiß Mond erstmal so dicht ist und dann reinkracht, so apokalyptisch mäßig in so einer Atmosphäre. Und es ist wirklich einfach nur creepy. Guckt es euch nochmal an, aber ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Ja, Leute, das letzte Spiel ist wieder ein Donkey Kong Spiel, und zwar Donkey Kong 64, 1999 erschienen. Hat ziemlich Kritik bekommen, aber ich habe es als Kind viel gespielt, gerne gespielt und mich hat es unterhalten. Und das ist ja das Wichtigste. Aber Donkey Kong 64, es handelt sich um 3D-Jump'n'Run für die, die es nicht wissen. Mit der Spielmechanik, bisschen von Mario 64 und Banjo und Kazooie. Es gibt insgesamt 5 spielbare Charaktere, die man aber nach und nach freischaltet. Also mit Donkey Kong spielt man am Anfang, dann schaltet man Diddy Kong frei, Lanky Kong, Tiny Kong und Chunky Kong. Und jeder dieser Kongs hat auch noch eine spezielle Fähigkeit. Eigentlich eine coole Idee, und man braucht die auch, um Endgegner zu besiegen, um spezielle Fortschritte, um Level zu erreichen. Und es ist einfach ziemlich geil. Man muss auch immer zu Funky und Cranky Kong, um seine Waffen und seine Instrumente aufzurüsten, beziehungsweise um einfach besser zu werden, um weiterzukommen. Aber Leute, es handelt darum, dass King K. Rool, also dieses große Krokodil, versucht, die Kong-Familie, also die Insel, die DK-Insel, mit einem gigantischen Laser, dem Kaputtomatic, zu zerstören, Leute. Und genau das passiert auch im Game Over Screen. Und das hat mich immer so ein bisschen verstört als Kind, dass der Antagonist, der Bösewicht, es einfach schafft. Wenn ich sterbe, schafft er es. So eigentlich cool, dass er es schafft, so einfach mal was Neues so in dem Spiel, dass wenn man stirbt, okay, das hat Auswirkungen. Es passiert einfach. Er haut mit dem Laser. Erstmal lacht er da 10 Jahre und haut dann auf den Knopf und dann schießt wirklich der Laser los und die Insel ist kaputt, Leute. Einfach wie krass das ist, und dann, ja, hat man noch einen Versuch. Ich finde es ziemlich cool, aber wie gesagt, guckt es euch an. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere gute, verstörende Screens kennt oder allgemein Momente in Kinderspielen, also in Spielen, die für Kinder sein sollen, die aber dennoch ein bisschen verstörend waren und ein bisschen einen komisch verstimmt haben als Kind. Schreibt's in die Kommentare, dann kann ich da auf jeden Fall einen zweiten Part zu machen. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.